So, Halbzeit. Heute gibt es noch Action mit Wärmemengenzählern am BRKW. So, moin, wir sind jetzt hier in der Biogasanlage in Bünde bei Andreas Knollmann. Den kennt ihr schon und mich kennt ihr nicht. Das hier ist die Gasaufbereitung für den Flexbetrieb und die Umgestaltung für die beiden alten BRKWs, 250 kW. Und wir haben mit den Messgeräten die Stromaufnahme und die Stromproduktion digitalisiert und im Stromtagebuch abgebildet. Und wir sehen deutlich Spitzenlasten, Ursache von dem Verdichter hier im Flexbetrieb, was natürlich klar ist. Aber im Pausenbetrieb, so wie jetzt, wenn der Strompreis günstig ist, dann muss das natürlich wieder auf einen normalen Wert zurückgeführt werden. Und dafür dient das Stromfehltagebuch. Jetzt starten wir mit der Wärme, auch die wird digitalisiert. Ganz wichtig, wenn du überleben willst am rauen Strommarkt, dann brauchst du Einnahmen aus der Wärmeproduktion. Und deswegen digitalisieren wir das ganze Ding jetzt. Da kommt da schon der Andreas. Und da ist der Pufferspeicher. Hier. Und wir greifen jetzt erstmal bei den Motoren an. Da. Unsere Tafel brauchen wir für das Video jetzt. So. So, mein Freundchen, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich erkläre dir das gleich. Einmal umdrehen, bitte. Nee, so nicht. So, dass ich das sehen kann. Die Kräfte sinken, der Wind ist stark. Das ist ein Schema von diesen BRKWs, meine Lieben. Wir haben davon 25 Schemen angefertigt, schon vor Jahren. Und die haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Auch wenn die Schnellis hier ein bisschen älter sind. Trotzdem legst du Wert auf den Wärmeverkauf. Deswegen hast du dir ja da hinten ein Flex-BRKW angeschafft. Und ich erkläre dir jetzt, was wir hier machen. Das gilt jetzt für jedes BRKW in etwa. Kühlwassereintrittstemperatur, Kühlwasseraustrittstemperatur vor dem Plattenwärmetauscher, nach dem Plattenwärmetauscher, nach dem Abgaswärmetauscher, an den Tischkühlern, damit wir sehen, wie sie laufen, hinten, hinter dem Heizungsplattenwärmetauscher hat jedes dieser BRKWs jetzt, wenn du willst, eine Überwachung und damit entgeht dir das langfristig nicht mehr. Du musst nicht mühselig in das BRKW kriechen und mit TeamViewer dich rumquillen, sondern du hast das im Stromfehltagebuch drin und kannst dir das in Ruhe von uns auflösen lassen. Wie geht es meinem Motor thermisch und wie geht es meinem Nahwärmenetz thermisch? Denn Max hat hier noch eine Durchflussmengenmessung installiert. Geh mal rein und zeig das noch. Hast du hier noch eine hydraulische Weiche gesehen? Nee. Ich auch nicht. Es gibt hier keine mehr. Schönen Tag, die Herrschaften. Nachschub. Nachschub ist da, Herr Löwen. So, ein paar Augenblicke später sind wir schon im Stromfehltagebuch und haben hier das Thermalmanagement abgebildet. Hier die gesamte elektrische Leistung in grün. Dann der Motorkühlkreis und der Abgaswärmetauscher. Rot und Gelb und die Durchflussmenge, die Max gezeigt hat, schön in Echtzeit mitlesen. Was will ich mehr, um der Sache auf den Grund zu gehen?